Hallo und herzlich willkommen, ich bin IPNX und ich begrüße euch zu Star Wars Old Republic. Ja, und wir machen weiter mit dem Jedi-Gelehrten. Und wir werden uns mal eben kurz um das hier bemühen. Raumschiffwartung. Und zwar mal kurz hier die Werkzeuge zusammensammeln. Vier Stück an der Zahl. Ich vergesse immer, wo sie liegen. Also suchen wir ein wenig. Gott sei Dank leuchten sie blau. Das heißt, wir werden sie relativ zügig finden. So, laufen wir einmal hier durchs ganze Ding. Da ist noch eins. Schwupps. Zwei von vier. Da liegt nichts. Da liegt nichts. Also weiter. Checken wir mal hier. Da ist ein Verkaufsroboter. Oder Droide, eher gesagt. So, hier haben wir noch einen Teil. Haben wir drei von vier. Da liegt keins. Töten wir mal kurz hier ein paar Viecher. Zack, zack. Da hinten liegt auch schon ein Teil. So, machen wir das. Repariere die beschädigte Tür. Ja, super. Die ist wieder voll am Arsch der Welt, ey. So, überall hier durchflitzen. Wir flitzen, flitzen, flitzen. So, Technikdeck. So, hier ist eine kaputte Tür. Und tada! Heile Tür. Großer Hangar. Okay, okay. Da machen wir uns jetzt mal auf den Weg zu Lana und werden mit ihr reden. Ich find's geil, dass man einfach durch die Zoom-Türen laufen kann, ey. Kommandodeck. Und auf zu Lana. Wo bist du? Du bist dahinter. Da bist du. Hab ich dich. Sollte sich besser jemand ansehen. Es wird schon heilen. Es war richtig von mir, mich an Senja zu wenden. Ich hoffe, ihr versteht das. Sie kann gut kämpfen und hat uns mit der Gravestone geholfen. Ich finde, sie ist eine Bereicherung für unser Team. Außerdem gibt sie nicht auf. Das habe ich schon bei unserer ersten Begegnung gemerkt. Wir haben uns kurz nach meiner Ankunft im wilden Raum getroffen. Senja war auf der Jagd nach Koth. Und ich hoffte, etwas über euren Verbleib zu erfahren. Wir haben alle Informationen ausgetauscht, die wir hatten. Damals wusste ich natürlich nicht, wer Koth wirklich war. Das ist schon Jahre her. Okay. Wir müssen miteinander auskommen. Wir müssen ihre Differenzen beilegen. Das wird nicht leicht. Ihr solltet vielleicht mal nach Koth sehen. Und ihr solltet Senja besser kennenlernen. Ich weiß nicht, ob ihr euch auf Anhieb sympathisch findet, aber faszinierend ist sie auf alle Fälle.
Okay, dann geht's jetzt weiter. Genau. Hä? Ich soll mit Koth reden? Ich sollte doch jetzt mit Senja reden. Komisch. Das ist echt komisch. I don't know. Keine Ahnung. So, dann Koth, erzähl mir mal was. Warum gibt es nie ein Wartungshandbuch? Hey, könnt ihr die Energie abschalten? Gleich da drüben. Danke. Ich kann darauf verzichten, mir jetzt auch noch einen Stromschlag zu verpassen. Dieses Schiff ist wirklich etwas Besonderes. Es hat sich noch niemand darum gekümmert. Ihr habt euch ja schnell an das Schiff gewöhnt. Nichts für ungut, aber nur die Gravestone kann die Galaxis vor Arkham. Nicht ihr, nicht ich und ganz sicher nicht Senja. Was hat Senja getan, dass ihr sie so hasst? Sie war skrupellos. Als wir desertierten, jagte sie uns monatelang. Jeder Einzelne in meiner Crew musste mehr als einmal wegen ihr bluten. Ich stecke mein ganzes Vertrauen in Lana und sie bittet Senja um Hilfe. Sie weiß nicht, was sie uns damit einbrockt. Ihr macht euch wirklich Sorgen um Lana, oder? Es ist nicht so, wie ihr denkt. Wir arbeiten seit Jahren zusammen und ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie oft sie mir das Leben gerettet hat. Ich tue also, was ich kann, um mich zu revanchieren. Und wenn das heißt, in den Turm zu rennen, um einen Fremdling aus Carbonit zu befreien, dann soll es so sein. Ohne euch wäre ich jetzt eine gefrorene Leiche. Wisst ihr, ich habe ein gutes Gefühl. Wir kriegen Acker. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen. Einer muss ja dafür sorgen, dass uns die Gravestone bis zum Asyl bringt. Hey, wenn euch Senjas Scheinwerfer erfasst hat, achtet auf euren Schatten. Okay. Also, ab zu Senja. Na, wo bist du denn? Zwischen den Fleischsäcken nachgelassen? Eine Sache, die sich in den letzten 5 Jahren nicht geändert hat und sich wohl nie ändern wird. Streitende Fleischsäcke. Zustimmung. Sie sagen es. Bericht. Ich habe mir die Freiheit genommen, nach Ihrer Gruppe von Flüchtlingen zu sehen. Feststellung. Sie haben sich schnell an Ihre neue Unterkunft gewöhnt. Ich habe sie gewarnt, diese nicht zu verlassen. Analyse. Es gibt zahlreiche versiegelte Passagen und ich kann nicht feststellen, was sich auf der anderen Seite befindet. Der Sache sollte man bei Zeiten mal nachgehen. Enthüllung. Ich habe einen besonders seltsamen Ort entdeckt, der sich von allen anderen Orten auf der Gravestone unterscheidet. Ich wollte feststellen, ob sich darin Waffen finden lassen, aber der neue Fleischsack hat mich aufgehalten. Anfrage. Irgendwelche Befehle? Sorgt dafür, dass Lana alles hat, was sie braucht. Versicherung. Ich werde alle ihre Wünsche erfüllen. Okay. Wo? Moa. Immer. Wie ein Blödmann durch die Gegend rennen. So. Dunkle Zuflucht. War ja klar, dass sie sich da unten rumtreibt, oder?
Das ist ein zu langer Flur. Ich weiß. Ich konnte mich der Faszination dieses Ortes auch nicht entziehen. Die Stimmung erinnert mich an ein Lied, das ich geschrieben habe. Ich habe das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Soll ich aufhören, euch anzusehen? Vielleicht hilft das ja. So. Besser? Nein. Den Versuch war es wert. Ihr seid ganz anders als die Person, der ich im Sumpf begegnet bin. Ein Ritter zu sein bedeutet für mich alles. Aber ich bin mehr als nur das. Wenn ich arbeite, bin ich die, die ich sein muss. Ansonsten bin ich einfach ich. Ihr scheint mir gar nicht so unähnlich zu sein. Was meint ihr damit? Ich glaube, dass ihr Teile von euch tief in euch verbergt, wenn es nötig ist. So wie ich. Ich glaube, das trifft auf viele Leute zu. Ich kann mir vorstellen, dass selbst Arkan keine Ausnahme ist. Ich weiß, warum ich gegen ihn kämpfe. Was ist euer Grund? Obwohl unser unsterblicher Imperator schon seit Jahren tot ist, sehen die meisten vor lauter Schuldgefühlen gar nicht, was vor sich geht. Arkan ist tyrannisch und grausam geworden. Er wird jeden vernichten, der seinen Plan für die Galaxis nicht teilt. So viel zu mir. Und was ist mit euch? Arkan will alles zerstören, was ich erreicht und aufgebaut habe. Das lasse ich nicht zu. Ich auch nicht. Ich weiß nicht viel über die Welten, die ihr bewohnt, aber ich weiß, was Arkan dort anrichtet. Ihr seid nicht so, wie ich gedacht hätte. Ich kann noch nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber ich weiß, dass ich es mit euch einfacher haben werde als mit Koth. Ich hoffe, dass ihr beiden miteinander klarkommt. Je besser wir zusammenarbeiten, desto leichter ist es für uns. Nur weil er unseren Feind verraten hat, ändert das nichts daran, dass er ein Verräter war. Ihr müsst vorsichtig sein. Valkorion lebt. Er ist nicht er selbst. Und er hat auch keinen neuen Körper. Es ist schwer zu erkennen. Und doch ist es unverkennbar. Seine Präsenz in der Macht war schon immer trügerisch. Wie auf dem Yavin-Mond. Ja. Und die vielen Male zuvor. Selbst als mein Leben davon abhing, habe ich ihn erst dann erkannt, als es zu spät war. Wir nähern uns dem Asyl. Ich hab doch gesagt, dass wir es schaffen. Wir haben noch nicht angedockt. Ich sollte lieber mal rausfinden, wie man dieses Ding landet. Die Gravestone wird auf keinen Fall unbemerkt bleiben. Wenn Arkan dort Spione hat... Das Asyl ist wohl der einzige Ort im wilden Raum, der nicht unter seiner Kontrolle ist. Dieser Schattenhafen befindet sich auf keiner Karte. Er ist ein Zufluchtsort für all jene, die vor Arkans Truppen fliehen. Wir werden dort unter Freunden sein. Die meisten von uns jedenfalls. Sagt euren Leuten, dass wir angekommen sind. Das wissen sie schon seit Tagen. Wollt ihr mir das vielleicht erklären? Typisch. Wenn wir nicht anfangen, uns gegenseitig zu vertrauen, sind wir alle verloren. Vertrauen ist ein seltenes Gut geworden. Forderung. Sind wir schon da?
Na los, macht Platz, lasst uns durch! Ihr habt da ja ein prächtiges Schiff. Wir kommen an Bord. In wie vielen Stücken? Captain! Fremdling? Meine Crew. Ihr werdet im wilden Raum keine bessere finden. Ihr könnt von Glück reden, dass sie nicht in ihre Einzelteile aufgelöst worden sind. Ah, jetzt entspannt euch doch endlich. Kommt hoch, ihr räudigen Warlocks. Ihr wisst, wer ich bin, oder? Ich heiße Ralo. Ich habe auf Darth Mars Zerstörer gedient. Wir dachten, dass ihr mit ihm gestorben seid. Vielleicht bin ich das sogar. Ohne euch wäre niemand von diesem Schiff runtergekommen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal bedanken kann. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Es tut gut, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich kann mir vorstellen, dass euch das alles ziemlich seltsam erscheint. Hallo! Kommt her! Bin auf dem Weg! Ich bin nicht die Einzige, die Dinge verborgen hat. Wir teilen nur wichtige Informationen miteinander. Koffs Crew war nicht wichtig. Haltet sie meinetwegen im Dunkeln. Aber ich will alles wissen. Ich wollte euch nur überflüssige Details ersparen. Das nächste Mal kann ich euch gerne damit langweilen. Ich muss Kontakt zu meinem Netzwerk aufnehmen. Alleine. Versucht euch aus dem gröbsten Ärger rauszuhalten. Wo ist Lana? Eine ausgezeichnete Frage. Meine beste Ingenieurin wollte was aus der Freizone beschaffen und ist noch nicht zurück. Das ist nicht die beste Gegend, wenn ihr mich versteht. Ein Schwarzmarkt. Rivalisierende Syndikate streiten sich darum, wer das Sagen hat. Und das diskutieren sie häufig mit Blastern aus. Ich glaube, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Aber wir haben hier alle Hände voll zu tun, um den Reaktor der Gravestone stabil zu halten. Gebt mir ein Holobild eures Crewmitglieds und zeigt mir den Weg in diese Freizone. Dann kümmere ich mich um den Rest. Nachtrag. Ich werde mich Ihnen anschließen. Meine Ingenieurin heißt Tora. HK hat ein Bild von ihr in seiner Datenbank. Ihr werdet es nicht schwer haben, sie zu finden. Sie hat eine starke Persönlichkeit. Sie ist mürrischer als ein hungriger Rancor. Aber ihr werdet keine bessere Ingenieurin finden. Vielen Dank für die Hilfe. Trefft mich danach bei diesen Koordinaten. Dann mache ich euch mit meinen Leuten bekannt. Helft mir, Koffs Ingenieurin zu finden, und wir können zusammen gehen. Ich werde mich euch anschließen, aber nicht jetzt. Okay. Wenn du das sagst. Okidoki. Aber ich würde sagen, das war's für heute. Oh, und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.